Okay, wieso? Wie oft muss ich sowas machen? Wann immer die Organisation mehr Informationen über eine Welt braucht, natürlich. Jede Welt ist einzigartig mit eigenem Gelände, eigenen Werten, eigener herzlosen Bevölkerung. Alles Faktoren, die für die nächste Mission von entscheidender Bedeutung sein können. Moment, jede Welt? Gibt es etwa mehr als eine? Ja, Junge, du hast doch nicht geglaubt. Du würdest ewig hier rumschleichen, oder? Du wirst viele Welten aus den verschiedensten Gründen besuchen, aber unser Ziel bleibt das gleiche. Kingdom Hearts. Genau, komm jetzt. Als nächstes lernen wir was Geiles, was man gut gebrauchen kann. Oh, Purzelbomb. Okay, kann ich gebrauchen, muss ich gleich mal ausrüsten. Später erkannte ich, dass die Aufgabe mehr umfasste als nur die Reise vom Schloss zu dieser Stadt. Die Mauern zwischen den Welten sind unüberwindlich, also erschaffen wir eigene Wege, dunkle Tunnel. Sie bringen uns überall hin. Tag 13. Auf zu neuen Taten. Ich glaube, das ist die letzte Stunde. Ja, die letzte. Oder? Das war die letzte, glaube ich. Roxas, Laxius werde dich heute auf deine Mission begleiten. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Geht klar, Chef. Geht klar. Da ist er schon. Der guckt uns schon grimmig an. Okay, ein bisschen Kommunikation führen. Ja, was ist? Verschwinde meine Zeit nicht mit unsinnigem Geschwätz. Ich will nach Fort Isan, hallo. Hallo, Schir. Nummer 13 und 14. Du bist fertig? Ach ja, die Slowdowns, es waren Slowdowns da, aber das war nicht das große Problem. Ich glaube, es glaubt im Hollow Knight. Ich glaube, die kommen nur, wenn da sehr viele Gegner sind. Momentan habe ich damit so kein Problem. Also, weißt du, was ein Limitbrecher ist? Nein. Das ist deine mächtigste Fähigkeit. Funktioniert nur, wenn du aus dem letzten Loch fällst. Du Kacke. Ein Herzloser, ein Riesenschatten durch. Zeit für eine praktische Anwendung. Hä? Pull in your face, man. So, jetzt pfeifst du aus dem letzten Loch. Jetzt setzt deinen Limitbrecher ein und besiege diesen Herzlosen. Okay. Seht euch mal diesen Limitbrecher an. Und er ist tot. Geld aufgesammelt und was hast du zu sagen, Lexius? Gut gekämpft. Ja? Organisationsmitglieder werden oft auf Einzelmissionen geschickt. Dabei musst du dich auf dich selbst verlassen. Ist mir schon aufgefallen. Du und das Schlüsselschwert sind für die Organisation von großem Wert. Deine Aufgabe ist gefährlich, aber... Ist gefährlich. Auf jeder Mission wirst du auf mehr Herzlose treffen. Und ich muss sie besiegen, um Kingdom Hearts zu vervollständigen, ja? Genau. Was geschieht, wenn Kingdom Hearts vollendet ist? Was haben wir davon? Wir werden uns mit ihm vereinen und wir werden unsere eigenen Herzen bekommen. Das verstehe ich nicht. Das wirst du sehen, wenn es soweit ist. In der Zwischenzeit warten viele Taten auf dich, die nur von dir bewältigt werden können. Ich werde also gebraucht? Ja. Sind das auch gute Taten? Gut für die Organisation. Okay. Okay. Wir sollten zurückkehren. Das war's mit der Mission. Wir schaffen von Gratis hier. Es gibt keine Schatztruhe, okay. Guckt euch diesen Schüler an, dieser Hammer. Ja. Vergessen das auszurüsten. Achso, neues Schlüsselschwert. Deine Waffe ermöglicht schnelleren Länder und Bodenkombos. Unsere Gruppe war nicht perfekt.
Aber wir alle hatten dasselbe Ziel, Kingdom Hearts vervollständigen. Was passiert, wenn wir genug Herzen sammeln und es vollenden? Ich wusste es nicht und auch jetzt weiß ich es noch nicht, aber ich kämpfe darum zu sein. Ich kämpfe gegen die Dunkelheit, wie lange es auch dauern mag. Tag 14. Freunde. Friends. Hey Roxas. Axel. Heute sind wir wieder zusammen im Einsatz. Okay. Meld dich bei Sex, wenn... Ach, du weißt schon. Ich weiß nicht, was sie sich für uns ausgedacht haben, aber erledigen wir es stilvoll, okay? Okay. Mann, oh Mann. Oh, ganz nebenbei, Roxas, heute hast du deine erste echte Mission. Du solltest deine Waffe besser vorbereiten. Oh, wenn du das Gelernte üben willst, haben wir die Holo-Mission für dich vorbereitet. Holo-Missionen? Ja, damit kannst du bereits abgeschlossene Missionen noch einmal erleben. Boah, ich hab's wieder mit dem Lesen. Ich hasse es, wenn diese Lese... Okay. Ja. Geht klar. Ohne Missionen, das sind die. Momentan können die alle nochmal machen, aber momentan habe ich keinen Bock dazu. Weil die mir auch nichts bringen. Experten-Mode. Damit haben wir... Ja. Ein neues Schlüsselschwert, das sieht es so aus. Berichte, brauchst du das Tagebuch. In den letzten Tagen haben mir die anderen gezeigt, wie man kämpft und Missionen erledigt. Und sie haben mir über die Organisation und mich erzählt. Ich weiß noch immer nicht, was ein Herz ist. Aber anscheinend existiert man ohne eins nicht. Also beschloss ich, zu helfen. Mit genug Herzen kann ich Kingdom Hearts vervollständigen. Dann werde ich komplett sein. Wenn du meinst. So. Okay. Ist jetzt der Typ hier? Nein, da kommt er später. Deine Aufgabe ist klar. Besiege Herzlose und sammle Herzen. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Hast du nie das Bedürfnis, etwas Dummes und Beeindruckendes zu tun? Warte, ich habe eine Idee. Nein, es ist wieder weg. Du bist dämlich im Kopf. Wartet. Okay, weiter geht's. Ich habe die Zeit genutzt, um was zu machen. Oh, träum weiter, das wird nichts, du Würstchen. Hier, nimm das und mach das. Und mach was, dass du irgendwas wegkommst, okay. Die hat mir was gegeben, dankeschön. Und du, Axel? Vergiss nicht, deine Waffe vorzubereiten. Okay, Waffe vorbereiten hab ich ja schon, oder? Ja, hab ich, okay. Ich habe etwas bei der Frame-Skala was gemacht. Heute bekommst du deine erste echte Mission. Ja, geht klar. Damit der Slowdown im Kampf verschwindet, habe ich was gemacht. Besiege gemeinsam mit Axel Herzlose im Toiletton und sammle Herzen. Okay, krieg ich Blocken. Okay, geht klar. So, damit sind die Slowdowns im Kampf dann weg. Ist doch besser so dann. Kein Stress mehr. Und die Slowdowns haben auch ein bisschen genervt. Unsere zweite Mission zu sammeln. Ja. Die sind merkwürdig, aber Best Friends. Hey, laber mich nicht voll. Bist du bereit oder was? Er hat doch gar nichts gesagt, aber egal. Was? Oh ja. Oh yeah. Wir gehen gemeinsam mit. Ja. Wir können da reingehen. Und das ist hier was eigentlich unnötig ist. Okay. Und seht euch das jetzt an. Die Slowdowns sind weg. Kein Problem mehr. So gut so. Egal wie viele Gegner jetzt kommen, die Slowdowns sind weg. Und jetzt werden sehr viele Gegner kommen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist ja auch Profi und deswegen ist es noch viel schwieriger. Okay. Ich habe getestet und kein Slowdown mehr.
Also nicht mehr so extrem, würde ich mal sagen. Ihr Bastarde. Davor, als ich es nicht bearbeitet hätte, wäre das jetzt noch langsamer gewesen. Ich glaube, ich muss da einen Framescape noch weiter machen. Okay. So. Komm, mach einmal noch. Limitbrecher. Was zur Hölle? Ich wusste es doch. Das ist schwieriger. Viel, viel schwieriger. Aber die Items bleiben. Das ist gut. Nehmen wir wieder komplett. Diese Rubble-Bucks, die sind so eine eklige Gegnersorte. Wollt ihr mich gerade nutzen? Okay, nochmal. Nochmal. Ja, diese Bubblebach hängen sich an ihm, also an den Spieler und saugen an ihm seinen LP raus. Deswegen mag ich die auch nicht. Und jetzt sind die auf Profi auch noch. Egal, jetzt seid ihr tot. Verdammt, Mann. Ich hasse diese Gegnersorte. Zweimal gestorben schon. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt öfter sterben. Größte Version von diesem Zickzack-Zipfler oder Bim-Bum-Ding-Dang. Okay, dann haben wir das auch. Die können Feuer spucken. Ich wusste es doch. Oh, so eine eklige Gegnersorte. So eine eklige, eklige, eklige Gegnersorte. Komm mal her. Wir müssen mal Tacheles reden. Ach komm, mit deinem Feuer. Ich hasse, dass er momentan so schwach ist. Wieso brennt Axel eigentlich? Der ist ja das Feuerelement. Okay, komm. Limitbrecher. Ihn hätte ich auch noch treffen können, oder? Egal, erledigt. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mag es ganz und gar nicht. Öffnen. Neusplitter. Okay, wie ihr seht, man kann noch weiterkämpfen. Das werde ich auch. Es gibt noch einen Ort, wo man noch hingehen kann. Aber jetzt kommen die Gegner wieder, die hier waren. Aber nicht mehr so viele. Wen habe ich gerade mit Feuer getroffen? Niemanden, oder? So. So. Zum Glück habe ich diese Frames bisschen verändert, damit das nicht mehr so langsam ist. Weil es werden auch bald Kämpfe kommen, wo sehr viele Gegner sind. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Warte, da kommt ein Herzloser, der merkwürdig ist. Der gibt Pyrosplitter. Das ist ein merkwürdiger Herz. Wie ist mein Inventar voll? Potion. Rucksack ist voll? Willst du mich irgendwie... Okay. Potion nochmal benutzen. Jetzt habe ich da Platz. Für eine Potion. Okay, ich will ja alles komplett machen in diesen Leveln, deswegen werde ich auch alles Schatztruhen mitnehmen. Und ich werde die Parts nicht 30 Millionen machen, weil zu viel MB. Da war Geld noch übrig, okay. Okay, jetzt kommen die wieder. So mussten die am Anfang so viel abziehen, Mann.
Da habe ich gerade meinen eigenen Spieler angegriffen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. So. Potion. Und wir haben es alles erledigt. Zurück zum Schloss. Und irgendwelche Pläne? Hast du Bock auf ein Date? Ich wollte gerade Sykes Bericht erstatten und dann auf mein Zimmer gehen. Vor der Langweiler hier. Auf dein Zimmer? Oh, Roxas, Roxas. Lassen wir es auch, gerade in dieser Phase, wo man gerne den Körper entdeckt. Mhm. Aus dem Weg, Pants. Wie aus dem Weg, Pants? Hey, warte. Der Letzte gibt den Gewinner ein Eis aus. Nee, ganz tolle Idee. Das ist nicht fair, Heiner. Hey, wer Letzter ist, muss zahlen. Ist klar, Mann, ist klar. Der Dicke muss zahlen. Wer war das? Wo soll er das denn wissen? Hm, müssen Kinder von hier sein? Echt? Nein. Haben sie sich ganz schön schräg verhalten? Ja, wie denn? Warum gefällt es den beiden so rumgeschubst zu werden? Dass sie Haha rufen? Du meinst Gelächter? Wer ein Herz hat, macht sowas, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Oh, dann sehen sie wohl vollkommen anders als wir. Komm schon, holen wir uns ein Eis. Warum? Weil ich Bock habe, kommt einfach mit. Wie meinst du das, warum? Weil wir Freunde sind. Und Freunde essen zusammen Eis? Ja, oder sie lachen über albernen Kram, der keinen Sinn ergibt. Wie die Kinder, die sind Freunde. Komm, ich zeige dir, wie das geht. Bisschen Lachen beibringen, oder wie? Ach, da ist er wieder. Heiner, ich schwör's, das war nicht mein Fehler. Ist er irgendwie behindert? Er ist hinter ihm und er spricht mit der Luft. Doch war es. Ich habe gesehen, wie du es fallen gelassen hast. Du schuldest mir ein Eis. Komm zurück, Pants. Olet. Komm schon, Heiner. Du kannst auch mal einen Tag ohne Eis auskommen. Vielleicht ist ein Eis-Junkie. Kann ja sein. Station. Central Station. Yay. Hm, ich schmeckt es wohl. Hey, Roxas. Lass uns nach der nächsten Mission ein Eis essen. Wer will schon immer nur zwischen Arbeit und Schloss hin und her pendeln? Da hat auch irgendwie recht. Haha, ich nicht. War es nicht derjenige, der in sein Zimmer gehen wollte? Hey, ich hab gelacht. Ich glaube, wir sind wirklich Freunde. Schön, dass du es erkannt hast. Durch kanzigenische Angriffe zurückwerfen. Okay, das werde ich auch jetzt gleich gebrauchen. Missionen. Wartet.